Freunde, Dominik Danetka hier, der YouTube-Channel für Spaß und finanzielle Freiheit am Dünnerstag. Hi, Nachbarin. Seitdem ich klein war, weiß ich, was es heißt, wenn man kämpft, denn das Feuer in mir trägt. In diesem Video geht es darum, kann man Ausländer, aber weiß ich, wie man sich integriert? Aufgewachsen mit zwei Sprachen, ich hab ein gutes Herz. Zu Hilfe kann ich niemals sein, sagen, oft locker Jungs sind geboren, um Erfolg zu haben. Wir sind anders, denn auch Worte folgen Taten. Ein bisschen Dampf ablassen. In diesem Video geht es darum, kann man mit Airbnb und Co. 50.000 Euro in einem Monat schaffen? Keine Ahnung, schauen wir es uns an. Aber wer das Buch gelesen hat von Richard Branson, dem Multimilliardär Richard Branson, Virgin Galactics, Virgin Islands, hat er sich Insel gekauft, der das Buch gelesen hat, der weiß, geht nicht, gibt's nicht. Und ich habe 50.000 Dollar, ich weiß nicht, vor einem Jahr, habe ich ein Video gesehen von Airbnb Automated und der ist ein hervorragender Airbnb YouTuber, der macht schon 3 Millionen glaube ich, und damals hat er gesagt, I show you how I've made my first, I make 50.000 bucks with Airbnb per month. Also ich mache 50.000 Dollar mit Airbnb im Monat. Ich so, boah, Alter, im Monat, wie geht das, was muss man das machen? Und jetzt bin ich selber soweit. Also alles ist möglich. Wir gehen ins Backoffice. Ich muss gerade nach Immenstadt fahren. Ich habe Weinflaschen vergessen. Muss ich nochmal nach Immenstadt fahren. Aber scheißegal, jede Fahrt wird abgeschrieben. Ist ja ein Firmenfahrt. 30 Cent pro Kilometer, Peter. Also, und ich nehme jetzt ins Backoffice und dort ziehen wir uns rein, ob 50.000 ein neues Apartment reinbekommen. Und dieses neue Apartment gleich über 3.000 Euro Umsatz im ersten Monat also läuft. Und weitere Apartments sind in Sicht. Also immer nach vorne, immer weitermachen und never, 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 never give up. Also jetzt, let's jump into the back office. Bis gleich. Bam. So, hallo Freunde, da wären wir. Schauen wir uns mal hier im Backoffice von Smubu an. Das ist der August, 8. bis 8. Alle 12 Apartments ausgewählt. Wir haben eine Auslastung von 93,17% und ein Umsatz generiert von 55.917,67 €. Aber das ist eine Geldeinheit, das ist nicht der wahre Betrag, denn wir haben hier, wie ich schon erklärt habe im vorherigen Video, zwei verschiedene Währungen. Also gehen wir das mal kurz durch. Erstmal Portal Ranking wieder. Welches Portal dominiert hier? Ist es Airbnb? Nein, Airbnb ist ein kleiner Furz, ein kleiner Vogelschiss. Der dominierende Anteil ist Booking.com. Man sieht auch 34.800 Euro, nennen wir es jetzt mal, um das einfach darzustellen. Nur Booking.com, dann direkte Buchung über die Webseite oder telefonisch 10.000. Airbnb 6.800, Expedia 2.900, Thomas, keine Ahnung, was es sein soll, ich trete da aus, also da dieser Vorgänger, wo diese Apartments in Immenstadt gemacht hat, der war bei diesem Portal, ich finde das totaler Schwachsinn, unnötige Zeit, wenn ich in einem Monat 875 Euro mit irgendwas mache, zum Verhältnis von 34.000, dann ist das für mich irrelevant, das will ich gar nicht mich damit beschäftigen und ich antworte gar nicht mehr auf die Anfragen von solchen Portalen. Ich habe dieses gekündigt, es sollte auslaufen, da ist irgendwie Bodenseeurlaub oder sowas. Also schwachsinnige Bauernseiten, die mit der Realität, mit der heutigen digitalen Welt nichts zu tun haben. Und Webseite, erst eine Buchung durch die neue Webseite ttp-apartments.de, also 136 Euro. Wenn man die Apartments jetzt chronologisch nach Umsatz auflistet, dann kommt Folgendes zustande. Natürlich kommt als erstes das polnische Apartment mit 12.626 Zloty, aber diese 12.600 sind 2.862 Euro und 59 Cent. Also landet dieses Apartment hier irgendwo an vorletzter Stelle. Das ist das erste Euro-Apartment ist TTP 12 in Immenstadt. Das hat einen Umsatz generiert von 6.000 Euro. Da kommt ja noch die Mehrwertsteuer oben drauf. Das ist ja netto. 6.050 Euro und das kostet mich ca. 6.000 Euro jeden Monat die gesamten 6 Apartments als Pachtgebühr. Somit zahlt ein Apartment in diesem Monat im August die gesamte Miete für das gesamte Haus und die anderen Apartments sind positiver Cashflow. Dann haben wir TTP 11 auch in Immenstadt 5.200 Euro. Prestige 4, ein Apartment in Friedrichshafen, welches
im Ende Oktober geschlossen wird, dann haben wir dieses Apartment nicht mehr, weil der Mieter hat sich für, der Besitzer will, dass alles normale Mieter sind, der will keine Ferienwohnung mehr, der will kein Geld verdienen oder braucht es nicht mehr, kein Problem, dann holen wir uns halt andere Apartments. TTP 9, 4.400 Euro, TTP 10, 3.960 Euro, TTP 6, das ist die Wohnung von meinem Kollegen, wo ich Arbitrage mache, Airbnb Arbitrage, hier zahle ich 585 Euro Miete, warm, mit Internet, ich hole aber fünffach heraus, ist no problem, 3.800 Euro. TTP 13 ist ein komplett neues Apartment, habe ich ab August, ab dem 7. August gestartet und ab dem, und seit dem August, dem 7. bis zum Ende August war es 100% ausgebucht, hat einen Umsatz generiert von 3.493 Euro. Das mache ich im Kundenauftrag. Davon gehören mir 30%, 70% dem Kunden. So, TTP 8, das ist ein Kellerapartment, unten im Keller, 3.000 Euro. Prestige 2, bei mir hier im Haus im Keller, 3.000 Euro. TTP 7, ein Apartment im Keller in Immenstadt, 3.000 Euro. Prestige 3, ein Apartment hier bei mir im Keller, das zweite, Prestige 3, 2.162 Euro. Folglich komme ich auf ein Gesamt-Revenue-Einnahmen im Oktober im Wert von 46.153 Euro und 72 Cent. Macht Spaß, ist geil, wir machen weiter. Also ihr seht, ein Apartment, das ist hier sehr wichtig, Freunde. Das ist ein kompletter neues Objekt. Gar nicht beworben, denn ich schalte, du zahlst die Portalgebühren und da brauchst du weder Facebook Ads, noch Google Advertising, noch Werbeagentur, Bullshit, Bezahlung, 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 nein. Ich gehe auf Portal, ich zahle 5% an Airbnb oder 3% an Airbnb und 12% an Booking.com und 12% an Expedia und es ist auch cool so, auch gut so, ich will keine Arbeit, ich will Geld verdienen und zwar sofort. Also zeig mir ein Geschäft, welches von 0 auf 100 sofort im ersten Monat über 3.000 Euro macht. Davon gehören mir nur 30%. Aber würde ich es mieten, sagen, komm, ich zahle dir 1.000 Euro, wäre ich schon weiter, hätte ich schon 2.400 Euro in diesem Monat gemacht. Aber ich will nicht zu viel mieten, weil wenn eine schlimmere Zeit kommt, will ich mein Unternehmen so ausrichten, dass ich auf Sicherheit basierend Cashflow generiere. Also demnächst kommen mehrere Apartments auf einmal, fast mehr als Verdopplung der Apartments findet bei mir statt. Es werden keine Apartments, sondern so einfache, einfach gestickte Zimmer. Ich werde das nennen Workers Place oder Easy Living. Irgendwie sowas nenne ich es. TTP Apartments Easy Living oder TTP Apartments Workers Home. Oder Workers Home. Irgendwie so. Und da kommen 17 Apartments, höchstwahrscheinlich 17 Apartments auf einmal. Also ihr seht, also ich habe schon Kontakte, das geht weiter. Ich sage, ich will wachsen, 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 wachsen. Und die Leute finden es cool. Die Leute sagen, ja, das machen wir. Sie machen ja richtig guten Job, ne? Das ist ein bisschen verrückter, ne? Ich sage, ja, normal ist langweilig. Ich bin nicht mehr ganz normal, aber ich bin auch, ja, ich bin original, ne? Und das geht. Und von 0 auf 100, ihr seht, mit diesem, das ist echt wichtig, dieses TTP 13. August gestartet, August gleich mal 3.500 Umsatz. Also, wo gibt's das? Nirgends. Und wenn man diese jetzt TTP 13, wenn man solche Apartments auch vom Kunden holt, und nur 600 Euro mit einem Apartment macht, zum Beispiel. Und bei 10 Apartments sind es schon 6.000, aber ohne Gefahr, weil wir zahlen da in dem Fall keine Miete. Hier bei TTP 13 zahle ich keine Miete. Ich generiere Umsatz, ich bin der Manager und 70% an den Besitzer, 30% an mich und gut ist. Der will nichts davon hören, der will Kohle. Ich will nichts davon hören, ich will Kohle. Also, gutes Business, gutes Geschäft und so machen wir das und so bauen wir das aus. Und das sind die Freunde, die sind diese Sklaven, wo ich genannt habe im vorletzten Video, also im letzten Video diesbezüglich. Und diese Sklaven sollen Tag und Nacht arbeiten. Und genau das machen sie. Und das ist das Geile. Das kann man skalieren und hier kann man verdienen. Unendlich. Also so viel, wie man fleißig ist. Wenn man dann immer mehr Leute einstellt und schon Manager einstellt, die das alles machen, was ich mache, dann kann man eigentlich nur noch rumfahren weltweit und nach Apartments suchen und diese aufnehmen. So, Freunde, danke fürs Zuschauen. 93% Auslastung, 46.150 Euro Einnahmen. Also läuft und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, liken, teilen. Für Leute, die mit Airbnb und so Geld verdienen wollen, teilen. Sie sollen sich Smoobu holen, sie sollen sich
einen Kanal abonnieren, wo ein Typ nicht Kurse verkauft. Ich verkaufe auch Kurse, aber die Kurse verkaufe ich nicht anhand von, dass ich Online-Marketing beherrsche. Die Kurse verkaufe ich, um Leuten zu zeigen, wie das geht. Weil ich kann das hier nicht alles atomgenau erklären, weil das würde das Video sprengen. Aber es geht, man kann Hunderttausende im Jahr verdienen mit Airbnb. Es ist überhaupt nichts Alienhaftes. Es ist machbar. In dem Sinne, haut rein, macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.